Viele werden sie uns recht geben. Es steht hier noch ein Mann, als Dritter, auch spontan eingeladen. Heute eine Riesensensation geschafft. Was? Können wir ruhig verraten. Eintracht Frankfurt rausgeschmissen. Der Weltenbummler ist hier, der Trainer vom VfB Wolfsburg. VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen, Eckhard Krautzung. Danke. Hallo. So. Wir haben natürlich außerdem auch noch alles Neue von den US Open mit Michael Stich und mit und Alisson Celli. Eckhard Krautzun ist eigentlich in Hessen zu Hause, in Heppenheim. Wolfsburg ist nur sein Arbeitsplatz. Der VfL hat ihn vor 1,5 Jahren engagiert. Sein Erfahrungsschatz ist groß. Eintracht Frankfurt war gewarnt. Heinkes hatte schon die ganze Woche über auf seine Mannschaft und die Presse eingeredet. Mit Erfolg. Nach schwerfälligen 18 Minuten die erste Torchance eingeleitet von Binz. Über Dickhaut, Yeboah, Zimmermann mit einem Reflex, Dammeier auch. 2 von 7 ehemaligen Erstligisten auf der Seite der Wolfsburger. Eckhard Krautzun schien wohl Schlimmeres zu ahnen. 5.300 durch nichts zu erschreckende Eintracht-Freunde verschlug es danach die Sprache. Es gab keine weiteren Torchancen mehr in der ersten Hälfte. In der zweiten vergingen weitere lähmende 30 Minuten, als plötzlich Rakiewicz das Sprintduell gegen Komjenovic gewann. Andi Köpke, kaum beschäftigt, aber im richtigen Moment Weltklasse. Und dann begann der Pokalfall. Eingeleitet durch diese Szene, zunächst wird Weber am rechten Bildrand von Lieberam gefault und dann dieser Schubser. Schiedsrichter Rainer Wertmann schickt Weber daraufhin vom Platz. Frank Lieberam sah das ganz anders, nämlich sportlich. Bravo. Es gibt einen Körperkontakt und er kommt ein bisschen in Straucheln, ich auch. Sicher danach kleines Wortgefecht, aber kein Feldverweis, aus meiner Sicht. Also vom Klaps so habe ich eigentlich gar nichts gemerkt. Was haben Sie im Spielberichtsbogen stehen heute zum Thema Platzverweis? Im Spielberichtsbogen steht, dass Maninich ja mir mitgeteilt hat, dass er Ralf Weber in der 76. Minute seinen Gegenspieler mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen hat, Brustbereich etwa. Und ich aufgrund der Meldung meines Linienrichters den Ralf Weber dann vom Platz stehen musste. Urteilen Sie selbst. Eine Tätlichkeit? Wahrscheinlich nur, dann müssen wir uns künftig darauf einstellen, dass 3/4 der Mannschaften das Spiel aus der Kabine beobachten müssen. Jupp Heynckes musste dann mit ansehen, wie 10 Frankfurter ein Bollwerk anliefen und Kraft lassen mussten. Verlängerung. 104. Minute. Okocha auf Gaudino. Yeboah. Emich vergräbt den Ball unter sich. Endstation Zimmermann. Die letzten 15 Minuten. Auch die ganz eingefleischten Fans wendeten sich mit Grauen ab. Der VfL Wolfsburg konditionell ebenbürtig und torgefährlich. Dammeier, der beste Spieler des Zweitligisten. 0:0 nach 120 Minuten. Und das Schicksal hat einen Namen. Elfmeterschießen. Frank Lieberam 1:0 für Wolfsburg. Ralf Falkenmaier, der Ausgleich, aber wie knapp. Detlef Dammeier, früher beim HSV, 2:1 für den VfL, aber Köpke war dran. Nun Thorsten Legert, heute nur eingewechselt, ein sicherer Schütze, 2:2. Der nächste, Ulf Volker Probst gegen den Nationaltorwart, Köpke hält. Yeboah und Jensen trafen danach. Manni Binz läuft an. Zimmermann taucht in die richtige Ecke. Alles wieder offen. Dann der 5. Wolfsburger Jacek Fakjevic muss treffen, trifft 4:3. Slobodan Komljenovic, Ausgleich oder Niederlage. Die Latte besiegelt das Eintracht-Schicksal. Analysen von Komljenovic und vor allem Jupp Heynckes. Ich habe auf den Torwart geachtet, der fliegt in die andere Ecke und ich will nur noch rechts reinschieben. Und wie gesagt, der ist für mich unverständlich dann nach oben gegangen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber es ist passiert. Insgesamt muss man einfach solche Spiele ganz anders angehen, mit einer weitaus größeren Aggressivität, Lauffreudigkeit und Spielfreudigkeit. Und das ist heute nicht so gewesen wie letzte Woche. Nicht das Gestern, nicht das Heute, sondern das Übermorgen beschäftigt den VfL Wolfsburg. Möglich ist alles. Und wir fahren nach Berlin, Halleluja! Und wir fahren nach Berlin, Halleluja! Ja, jetzt sind Sie schon fast in Berlin. Herzlichen Glückwunsch, Eckhard Krautzun.
Nachdem der Köpke den ersten Elfmeter rausgeholt hat, da habe ich ehrlich gedacht, ich habe es ja auch live mitverfolgt, oh, jetzt sieht es eng aus für Wolfsburg, jetzt hat es sich vielleicht doch nicht gelohnt. Ja, also ich hatte auch Bedenken, wir wollten eigentlich gar nicht in diese Elfmeterentscheidung, weil wir im vergangenen Jahr gegen den Erstbundesligisten Dynamo Dresden im Elfmeterschießen rausflogen. Der Cechesov fiel zwei Elfmeter von uns und deshalb hatte ich ein mulmiges Gefühl gegen den Nationaltorwart auch noch, ob unsere Mannschaft diese Konzentration noch gehabt hätte, aber das nötige Glück. Und wir haben in der Woche Elfmeter geübt. Ich habe fest an den Sieg in Frankfurt geglaubt, ohne überheblich zu wirken. Aber wie ich das gemacht habe und mein Geheimnis. Ja, ein bisschen was müssen Sie jetzt schon verraten. Ja, Sie wissen ja, dass ich sehr oft im Ausland war und dass ich auch etwas in Afrika gelernt habe. Spezielle Methoden dann. Ja, aber die gebe ich jetzt nicht weiter, denn gegen den Erstbundesligisten in Frankfurt zu gewinnen, also das verrate ich jetzt nicht. Ja, aber Sie haben schon angesprochen, Sie sind eigentlich ein Weltenbummler in Sachen Fußball. Zählen Sie doch mal auf Ihre Stationen. Ja, also ich war sicherlich in vielen Ländern, ich glaube fast 22 Stationen. Allerdings auch in fast allen Erdteilen, in vier Ländern, Nationaltrainer, Kanada, Kenia, Korea, den Philippinen. Dann mehrere Jahre auch in der Bundesliga, unter anderem Aufstieg auch mit München 1860. Auf der Fahrt hierhin erinnerte ich mich gerade, dass das mein letzter Besuch hier im Sportstudio war, vor circa 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Ja. Ah, da haben Sie jetzt aber getäuscht. Denn das haben vor 12 Jahren. Wir haben einen Gedanke. Ne? Wir haben nämlich gleich mal geguckt, wann war Eckhard Krautzen schon im Sportstudio. Wollen wir eigentlich später zeigen, aber jetzt spielen wir es natürlich ein. Das ist 15 Jahre her. 1979. Ja, ich war überrascht, hier meinen Kollegen und langjährigen Freund Otto Rehagel heute anzutreffen. Aber sicherlich, ich glaube, es ist ebenso schwierig aufzusteigen, als sich in der Bundesliga zu halten. Wir haben eben gehört, und ich weiß das aus der Statistik, dass die meisten Aufsteiger bis jetzt abgestiegen sind, Ausnahme Dortmund und Stuttgart. Aber ich glaube, dass unser Präsidium des TSV München 1860 aus der Vergangenheit gelernt hat. Für einen Profiklub bei 1860 vieles zu wünschen übrig ist. Wie der plötzliche Sinneswandel unseres Präsidenten zustande kommt, ist mir unerklärlich. Ich habe, wie gesagt, nur die Gründe für meine Entlassung per Telefon mündlich mitgeteilt bekommen von unserem Vizepräsidenten. Ruf mal wieder an. Ja, und seitdem warte ich immer noch auf eine schriftliche Begründung. Schon viel erlebt der Mann. Ja. Muss man wirklich sagen. Das war damals in kurzer Zeit Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich glaube, nur 6 Monate später meine erste Trainerentlassung. Eigentlich in jetzt 26 Berufsjahren nur 3 Entlassungen ist eigentlich etwas wenig. Und da haben wir uns jetzt einer von rausgepickt, das ist auch gemacht. Ja, das macht nichts, das hört ja mal dazu. Ne? Stimmt, Sie waren im Ausland und Sie haben schon gesagt, ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich mehr Länder gesehen als ein Lufthansa-Pilot. Nun sagen die ja, oder irgendein anderer Pilot von irgendeiner anderen Firma, nun sagen die ja, man sieht eigentlich immer nur so ein Blitzlicht. Man fährt da irgendwo hin, ist in der Stadt und kann nicht richtig eintauchen. Ist so 3-4 Tage da, vielleicht mal eine Woche. Haben Sie wirklich die Mentalität der Leute da vor Ort kennengelernt? Ja, also das ist sicherlich auch einer der Gründe. Es muss im Blut liegen, Abenteuerlust, Neugierde. Mein Lieblingswunsch vor dem Abitur, wenn der Schüler gefragt wird, was willst du beruflich machen, war auch mal Pilot. Und da das aber nicht klappte, habe ich dann gesagt, dann gehe ich halt irgendwie auf andere Art und Weise ins Ausland. Habe mich sehr früh für die Auslandskarriere entschieden, über das Auswärtige Amt, über das Nationale Olympische Komitee für Deutschland, über den DFB und die FIFA. Und bin also im Ausland gewesen, Voraussetzung sind Sprachen. Und habe ich natürlich. Englisch sprechen Sie? Und dann natürlich die Kulturen kennenlernen, die Mentalität, die anderen Sitten. Die Religion, das ist äußerst interessant und ich habe mich sicherlich auch da sehr weit fortgebildet, nicht nur auf dem Fußballsektor, sondern auch eben auf diesen angesprochenen Gebieten. Und dann ist ja klar, wenn ein Mann so viel gesehen hat, dann muss er ja unbedingt noch nach Wolfsburg, ne? Ja, viele Leute fragen mich, Wolfsburg ist ja eine interessante Stadt, Sie haben sie eben zweimal nicht erwähnt. Ja, oder nicht ganz. Aber sie ist ja nicht nur durch den Hauptsponsor bekannt, eben durch Volkswagen. Stimmt. Unseren Hauptsponsor, ohne den eigentlich... Auch noch elegant untergebracht. Richtig. Nicht nur verbal, sondern auch optisch. Ja. Also sicherlich interessant, wie ich dorthin kam. Ich war vor 2 Jahren in Malaysia, in Kuala Lumpur. Und dann erreichte mich ein Anruf vom Norddeutschen Rundfunk damals. Und später, eine Stunde später, vom jetzigen Manager und damaligen Manager Peter Panda, ob ich Interesse hätte nach Wolfsburg. Die Kontakte waren schon einige Jahre vorher mal da gewesen. Ich habe mir die Mannschaft dann angeguckt, bin, auch interessant, über Nacht nach Deutschland gejettet, mit dem Auto dann weiter von Frankfurt nach Freiburg. Dort war das ominöse Superspiel von
VfL Wolfsburg in Freiburg, 3:0 gewonnen. Da war ich von der Mannschaft so angetan, dass ich spontan zugesagt habe und bin nochmal zurückgejettet nach Malaysia, habe meinen Vertrag aufgelöst, 3 Tage später unterschrieben in Wolfsburg und seitdem bin ich dort Trainer. Also eigentlich für einen Zweitbundesligisten jetzt schon 18 Monate, eigentlich sehr, sehr lange. Sehr lange, das stimmt. Ja. Wir wünschen Ihnen auch weiter viel Glück. Ich meine, die Mannschaft hat Substanz, sind viele, viele, sehr viele Leute mit Bundesliga-Erfahrung schon drin. Sie waren in der letzten Saison schon knapp am Aufstieg dran. In dieser könnte es ja dann vielleicht klappen, oder? Ja, also das ist nicht unbedingt die Maxime des Clubs und die Mannschaft und auch der Trainer werden nicht von unseren Verantwortlichen da unter Druck gesetzt, jetzt aufzusteigen. Aber wir haben einen super Start erwischt. Wir haben einen Lauf, das sah man auch heute beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, mit etwas Glück, aber auch nicht unverdient gewonnen. Und ich traue meiner Mannschaft noch einiges zu. Wir haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel nächste Woche in Homburg. Dann 2 entscheidende Heimspiele gegen Fortuna Köln und gegen Hansa Rostock. Und dann wissen wir, wo der Zug hinfährt. Wir wehren uns auf keinen Fall gegen einen Aufstieg. Das möchte ich ganz klar sagen. Ja, das glaube ich. Vielen Dank, Eckhard Krautzone, schon mal. Dankeschön. So. Jetzt aber weiter mit dem VfB Stuttgart. Und da hat der Freddy Bobic ja in den letzten 4 Spielen, gesagt, 4 Tore gemacht. Und heute ging es nach Ulm. Schwieriges Pokalspiel. Und heute war für den VfB erstmal jemand anders dran. Stefan Bier.